So, welcome back to Let's Play Mass Effect 3 again, and we're going to do, Leviathan. Which should be fun. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. The thing about this guy is he's gonna die in a minute, but him and his daughter and Hackett are like the only faces that they don't look like sort of late 20s, early 30s people, where they've actually done some effort on the faces. Anyway, I'm gonna disappear for a second, I do apologize. Okay, I'm back. Dog went berserk for some reason. Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik. Alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung? Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Ich hätte ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf ihre Warnungen vor den Reapern gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? The darkness must Nein. not be breached. Hey, I'm hitting it. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit sofort. Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Ja. Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. This DLC was? Annoys me, because ich... they don't seem to realize they're indoctrinated. Was? Ist hier los? Sagen Sie's mir. Ich stellte Daten zusammen, als Sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine Waffe in meiner Hand. Dr. Bryson. Es gab... ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anders abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. I know that. Why is it taking you so long? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls sie... Ah! Was ist los? Shepard's so just blind. Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Ma'am. Commander, das sollten Sie sich ansehen.
Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenpredator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Sweet. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Sweet. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein, aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. So I can't actually remember, because it's been a long time since I played. Yay! it's been a long time since I played, so I can't actually remember. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Blackout genau crimes. Wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. And we run out here and this stuff. I think this is the DLC where you get the 1812 Raider. It's the ridiculously close range but awesomely badass death gun of death and doom. So yeah, we get to do a little detective work, which I think is freaking sweet, and I really enjoy this. But once again, as with Omega, it's a DLC that should have been in the main game. And I really do feel for the BioWare team, because, you know, they had it down, they just couldn't pull it off at the time. Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf.
Monster von Loch Ness? Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Ah, oh, you so sassy. Ah, the Thorian. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garnu könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edi, können Sie ein Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Meteoritenprobe. Mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Grubby Bits. Von Anne Bryson, 9 Jahre alt. Laut Daten ist Anne heute 28 und arbeitet für die Allianz. Bryson hat den Codeschlüssel in der Nähe seines Herzens aufbewahrt. Was ist näher als die Familie? Interessante Hypothese, aber ich entdecke keine Hinweise auf den Codeschlüssel in dieser Kunst. Von Anne Bryson. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edi? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge jetzt hinzu. Die Sovereign. Hoffentlich ist das Ding abgeschirmt. But how does their shielding work? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. I'm stuck. I'm stuck again. Oh dear. Is there a toilet in here? There is a toilet. And there's a shower, and we can go in the shower and get showered. Like when we accidentally romance Trainer for no reason, because I wasn't paying attention. I do that. Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Saurianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rad sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Noch ein Kunstwerk aus Anne Brysons Kindheit. Moment mal. Sieh sich das einer an. Ich kann aus diesen Zahlen einen Codeschlüssel erstellen. Okay, dann zurück zu dem Datenpad, das wir vorhin gefunden haben. Back to the datapad. Which datapad? Dot, dot, dot. No, seriously. This one? Entschlüsselung abgeschlossen. Analysiere Daten.
Die Bewegungen passen nicht zu ihrem Standard-Invasionsmuster. Die Reaper suchen etwas. Und ich wette, damit hat Garneau gearbeitet. Können Sie einen Suchfilter erstellen? Wird gerade erledigt. I think that's all the filters. Can't be 100%. I can't really remember this. I know you go to some base and everyone's indoctrinated. For some reason, Shepard doesn't realize. Oh no, it looks like I'm missing one. What am I missing? I'm missing... What filter am I missing? I can't remember. I'm old and tired. There must be another filter. There has to be, because there's a place for it on the map. Am I missing something up here? This is an exciting episode. Jeez, Jimmy. I've actually got a couple of days off work at the moment. Our department doesn't work until after that thing everyone celebrates this time of year that I don't, so I feel massively left out. Okay, I can't work out what the other filter I'm missing is. Am I being stupid? I feel like I might be being stupid here. There doesn't seem to be anything else I can push. Oh. Ist das Proteanisch? Ja, Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Natürlich. There we go. Right. Reaper-Aktivität. Laut den Suchergebnissen muss Garneau in einem dieser 5 Systeme sein. Ich habe mögliche Orte in der Karte der Normandie markiert. Wir können gehen oder die Suche weiter eingrenzen, wenn Sie wollen. Oh, it's a little picture of a protean. Proteanische Artefakte? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Oh, but it's fun. Element Zero vorkommen. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Rachni-Aktivität. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Verbrechen mit Blackout? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Yes, I know. I'm trying to turn them all on, so I can turn the right ones on. Alien-Sichtungen? Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Right. Turn that one off. Übereinstimmung. Markiere die Galaxiekarte. Gut. Besuchen wir Garneau. Sweet. Told you I could work it out. God's sake. Okay, I think this takes us back to the Citadel, doesn't it? Yeah. Sweet. That was a long 20 minutes. Okay, and after much flying around, I finally worked out which asteroid I had to go to. Wir sind etwa 5 Minuten entfernt, Commander. Was genau ist auf diesem Asteroiden? Minenanlage. TGES Mineral Works. Eher klein. Könnte ein gutes Versteck für Leviathan sein. Wir haben alle Edis Notizen über Brysons Labor gelesen. Fragen? Wissen wir sonst noch irgendwas über diesen Leviathan?
Nicht wirklich. Nur, dass er einen Reaper getötet hat. Und Garnot hat danach gesucht. Er ist unser Ziel. Genau. Wenn wir Garnot finden, haben wir auch Leviathan. Gut. Der Doktor hatte recht. Was mächtig genug ist, um einen Reaper zu töten, muss untersucht werden. Hoffentlich hat Garnot die Antworten, die wir brauchen. Ich bekomme Reaper-Signaturen aus dem Asteroidenfeld rein. Bryson hat gesagt, dass sie seine Teams beschatten. Wenn sie Leviathan auch wollen, sind Reaper ein gutes Zeichen. Sowas hört man auch nicht jeden Tag. Bring sie uns rein. That looks so cool. It does. The base looks amazing. And again, we have another thing where some people are clearly indoctrinated and Shepard doesn't react instantly. Oh well. Bleiben Sie vor Ort, Cortez. Wir klären das und kommen gleich. Informieren Sie mich über die Reaper-Lage. Jawohl, Commander. We also get a escort mechanic from the multiplayer, which is nice. Okay. Oder schlimmer, dem Geräusch nach. Should have detonated, but I'm having no luck. I'm having no luck detonating. Which is actually quite annoying. And detonate. It's not detonating. And yet, when I play multiplayer, every time that's a guaranteed detonate. Holen wir Garnot, bevor die echten Truppen eintreffen. Das sind Zivilisten, bestimmt verängstigt. Who knows? Sweet loading screen. That's fun. And then it crashes. Willkommen bei TGES Mineral Works. Alle Gäste müssen sich am Empfang eintragen. Sie müssten in Panik sein. Yeah, this is creepy. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Reaper-Truppen haben gerade ihren Vordereingang angegriffen. Sind Sie noch da? Ich habe mich darum gekümmert. Verstehe. Das wäre dann alles. Das wäre dann... Hallo? Ja. Willkommen bei TGES Mineral Works. Wie können wir Ihnen helfen? Ja, tragen Sie sich bitte für die Tour ein. Sie sind nicht besorgt wegen der Reaper? Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß? TGES Mineral Works ist ein Wolfram-Lieferant kleiner bis mittlerer Größe für die Galaxie. Das habe ich nicht gemeint. Sind Sie vertraut mit den Anwendungen von Wolfram? Ich suche einen Forscher namens Dr. Garnot. Er ist in den letzten Wochen angekommen. Wenn er noch da ist, muss ich mit ihm sprechen.
Wir haben keinen Dr. Garneau. Benötigen Sie einen Arzt? Ich könnte einfach reingehen und mich umsehen. Nein, der Eingangsfahrstuhl ist kaputt. Und jetzt sind wir fertig. Schönen Tag. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Commander, etwas stimmt hier nicht. Okay. Sehen wir uns um. Vorsichtig. Creepy as hell. Like, indoctrination, it was a... Sie dürfen gar nicht hier sein. Ich rufe die Sicherheitsleute. It's just, it's so freaking creepy, indoctrination. They nailed that. Willkommen bei TGES Mineral Works. Stolzer Wolfram-Lieferant seit 2162. It's like, oh hey, there was this thing I dug up. And we kind of keep it next to the house, and it's really pretty. And oh god, it's completely destroyed your mind, but you're still alive on the inside, but you can't do anything about it. And oh, it's horrifying. Let's do a multiplayer mechanic. You have to stand next to the drones. If you've played the multiplayer, you know this. Alex Garneau. Das Sicherheitslog für den Fahrstuhl sagt, dass Garneau letzte Woche hier war. Warum sollten Sie deswegen lügen? Keine Ahnung. Hoffentlich müssen wir nicht allzu weit suchen. You're not creeped out. You should be. So everything's pointing to us going that way, so we'll go this way. Hello, hello. Zugang gesperrt. Personalkennung von TGES erforderlich. Sowas habe ich nicht. Zugang verweigert. Haben Sie Dr. Garneau gesehen? Sie sollten nicht hier sein. Evolutionäre Implikationen der Biotik beim Menschen? Seltsam. Diese Primitiven sind doch Bergarbeiter. Warum arbeiten sie nicht? Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Yeah. It's creepy. I like it when Mass Effect does sort of psychological horror. They always got horror right. Especially in Mass Effect 2, some of those extra creepy missions. Wenn die komplette globale Aushungerung 60 Tage dauert, wäre das großzügig gerechnet. Absolut. Aber das sagen die Daten. It's fucking creepy. Die psychiatrische Schmerzgrenze vor der Psychose ist zu hoch. Und wenn man die Schmerzstimuli schneller verabreicht? Interessant. Das sollten wir näher untersuchen. Dies ist ein Sicherheitsterminal mit Zugriffsbeschränkung. Zugriffscode der Stufe 5 erforderlich. Habe ich nicht. Zugriff verweigert. Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Such a bum. I think it's this bit and they all look at you. Zurück. Sie gehören nicht hierher. Ja, das kommt mir auch so vor. That is so freaking creepy. We're gonna end it here. So I've been Jimmy Fowles. This has been Jimmy Fowles at Mass Effect 3 again. That'll trigger your seizures. It's doing wonders for me. Cheers, guys.